versuche hier drin zu schlafen. Ja, das ist mir schon logisch, aber es ist mir schon logisch, Deutsch, Beste. Das ist mir schon klar, aber was gibst du? Oh, Geld. 40 Mark. Yes. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chalapi. Nach einer langen Zeit und der ersten Folge dieses Jahres 2023. Yay. Heute ist der zweite. Ich wollte vielleicht. Ich finde es auch schön, dass man immer so durch die Wände gucken kann. Bitte gehen wir mal anders auf die Nerven. Okay. Tschüss, bis bald. Mir ist gerade aufgefallen, man kann immer noch nicht springen. Ja. Es kam jetzt lange Zeit kein Jalopy mehr. Ja, und es kam jetzt auch lange Zeit generell kein Video, weil ich einfach keins aufgenommen habe, weil ich einfach faul war und. Ja. Was passiert, wenn man jetzt hier aufs Dach geht? Es passiert nichts. Okay. Ja, wir sind in. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube in Rumänien. Glaube ich, kommt glaube ich so hin. Also gerade aus Jugoslawien raus. Ja, wir machen jetzt weiter. Guten Morgen. Sollen wir unsere Reise heute fortsetzen? Ja, natürlich. Ja. Ich wusste jetzt gerade nicht. Ich wollte jetzt irgendwas aufnehmen und da wusste ich nicht was. Und da fiel mir dann ein, Jalopy kannst du ja mal endlich fertigstellen, sage ich mal. Weil ich will das Spiel ja auch mal durchspielen. Ja, Karte Typer. Tanken gehen sollten wir, glaube ich. Ach nee, wir sind schon Türkei. Dann müssten wir ja in Griechenland? Nee, Rumänien, ja, dann müssten wir in Rumänien sein. Okay, welche Strecke nehmen wir? Ich würde sagen, die ist zwar am längsten, hat aber eine Tankstelle. Ich will mal gucken, wie mein Tank aussieht. Weil ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie weit ich fahren will mit dem Auto. Okay, wir waren nicht so weit. Dann lieber nehme ich kaputte Dinger. Obwohl ich habe ja auch kaputte Reifen. Ne? Nee, ich habe ja. Habe ich die nicht erst gewechselt? Ah ne, ich habe ein neues, ne? Junge, daraus könnte man einfach einen Remix machen. Jetzt drücke ich schon Enter, weil ich einfach, weißt du mal, gerade zu sehr gewöhnt bin. Meine Stimme hört sich irgendwie sogar heute ganz anders an. Ich weiß auch nicht warum. Benzinkanister. So, Hauptsache, dass wir runter zur Tankstelle kommen. Weil wer auch immer sich dachte, wir bauen ein Dorf so, dass es so wie hier aussieht. Ich glaube nicht, dass das in Real Life wirklich so aussieht. Das bezweifle ich dann doch recht stark. Aber hey, wir fahren auch mit dem Trabi von Berlin zur Türkei. Also. Wir sind hier in der Welt von Jalopy. Kaufen? Kann ich was kaufen? Nee, ich bin. Na doch. Aber will ich ehrlich gesagt gar nicht. Oh, diese Innenansicht. Bin ich gar nicht mehr gewöhnt. Oh Gott. Manchmal glaube ich, es wäre sinnvoller, mit dem Auto rückwärts zu fahren als vorwärts. Aber damit kann man geil driften. Hey. Das Auto macht auch immer wieder sehr interessante Geräusche. Lass mal das Radio anmachen. Nein, das wohl. So kann man natürlich auch runterfahren. Okay. Wir fahren rückwärts. Oder auch nicht. Okay, das Auto ist einfach eine reinste Schrotthalter. Müllhalter. Schrott. Ach, egal.
jetzt noch weiter bergab? Ich guck mal, wie weit bin ich denn gelaufen in der letzten Folge? Ey, ich fahre jetzt hier einfach straight up so runter, mach das nicht in Real Life. Aber in Jalopy funktioniert's. Ja, Jalopy ist halt ein Spiel für sich, ne? Kann keiner was gegen sagen. So, wir fahren jetzt rückwärts zur Tanke, ist mir egal. Ist mir egal, wie lange die Folge geht, wir fahren jetzt rückwärts zur Tanke, das nervt. Das Auto geht mir so auf den Schnürsenkel. Ey, das ist echt wahr. Mit den FPS, ich weiß nicht, ich hab's versucht anzupassen, aber ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Weil Probeaufnahmen mir relativ wenig bringen. Für diejenigen, die jetzt sagen, ja, mach doch eine Probe auf. Eine Probeaufnahme ist nicht so möglich. So, und was habe ich hier jetzt veranstaltet? Ah, gut zu wissen. Aber schön, dass man auch die die Dings sieht, die Bremsen. Das ist jetzt schlecht. Das ist jetzt sehr schlecht, aber kann man nicht schieben? Ja, ja, nein, nein. Ja, so ähnlich. Aber ich, also mein Ziel war es ja eigentlich jetzt ganz, ich meine, das Auto jetzt, also ja, ich meine, immerhin ist dann der Tank gefüllt, auch wenn der Tank vorne ist, aber egal. So, okay, da bin ich wieder. Warte mal, kann ich jetzt wieder Geld abstauben? Nee. Doch. Ja. 40 Mark. Ich glaube, das ist die neue Methode, um reich zu werden. Okay, Onkel. Na dann. Ja, Reise fortsetzen. Aber ich bin jetzt schlauer geworden. Und zwar tue ich jetzt den Reifen wechseln. Ist bloß nicht welcher, das ist. Der Blatt ist. Okay, nevermind, ich weiß es doch. Aber ich habe bloß einen. Ja, okay. Klingt irgendwie ein bisschen doppelt gemoppelt. Wie viel kostet denn der? 41 Mark. Ich glaube nicht, dass der uns was einbringt. Ach, im Deutschen gibt es ja keine Zeitung, stimmt. Es gibt so Zeitungen, da steht immer drin, was gerade. Warte mal, wie viel kosten die? Was gerade in dem jeweiligen Land verboten ist. Und das bringt dann immer richtig viel Arsch. Aber im Deutschen gibt es die Zeitung irgendwo nicht. So, sind das jetzt Gleichreifen wenigstens? Nee, sind es nicht. Das sind aber Gleichreifen. 20? Ja, gut. So, hätte ich natürlich auch gleich meine Brieftasche. Obwohl, ich würde sogar noch die zwei Werkzeugkästen mitnehmen. Ich will vorbereitet sein. Noch ein Benzinkanister. Ich glaube nicht, dass ich mir das leisten kann. Ich glaube, so viel Geld habe ich nicht. Oder? Doch, habe ich. Geil. Gerade eben noch 80 Mark und jetzt auf einmal 125. Wenn in Real Life das Geld auch so schnell. So. Also haben wir schon mal zwei Ersatzräder. Wenigstens für hinten und ein für vorne. Weil hinten ist Traktion und so. Hä? Habe ich nicht eingewechselt? Ja, doch eingewechselt. Bin ich blöd? Ach, dann warum lasse ich den in. Hä? Okay. Okay.
Ich hinterfrag's nicht. Ich hinterfrag's aber nicht. So, damit tun wir gleich mal den Motor reparieren. So, der Tank. Der Vergaser ist nicht wichtig. Jetzt habe ich den Motor rausgenommen, na toll. So, der Motor ist aber wichtig. Das ist auch wichtig. Und das Ding müssen wir noch befüllen. Und dann bin ich arm. So. Weil das Ding hat gefühlt einen Verbrauch von 100 Liter den Meter. Das kannst du dir gar nicht. Du brauchst ihn bloß 10 Minuten Anlass und das Ding ist schon leer. Weiß auch nicht. Ich glaube nicht, dass es das in MeLive so schnell runtergeht. Ich meine, es ist ein Trabi, ja, okay, aber. Deswegen glaube ich trotzdem nicht, dass das so fix geht. Ich möchte übrigens noch einen Tag in der Türkei ankommen. Bei Tag. Okay, das ist die Kasse. Ja, ich habe kein Geld, es tut mir leid. Wow, dann haben wir ihn halbwegs. Der raucht nicht mehr. Boah. Dass ich das mal erleben darf. Dass ich das nochmal erleben darf. Achso, ich muss bezahlen. Ich habe ab und zu wieder Cuts setzen für 10, die echt unnötig sind, wie hier das Ganze gelaufen. Weil das geht mir persönlich auch auf den Keks. Ja, warte mal, ist das dann die letzte Folge? Ist das ja die letzte Folge von Jalop? Das wäre ja auch interessant. Weil ehrlich gesagt, momentan habe ich nicht so wirklich Lust auf das Game. Weil es schwierig ist. Nicht, weil ich es nicht mag. Weil es schwierig ist. So, kann ich wieder auf die Karte zugreifen? Okay, wir nehmen einfach. Ja gut, da ist eine Tanke. Scheiß auf die kaputte Straße, wir nehmen Strecke 1. Okay, dann ab nach. Jugoslawien wollte ich schon sagen. Ab nach Istanbul. Das ist ja, glaube ich, unser Ziel. Ja gut, hier stand es auch nochmal. Aber wir haben ja nichts. Ein Arm. So. Guten Tag. Papiere. Ja. Kann ich bitte mein Auto ausschalten? Der hat einen Spritverbrauch von. Es sei denn, sie machen schnell. Okay. Danke. Also wir wollen mal feststellen, das Rad wird als nächstes gewechselt. Aber noch fahren wir gute 60. Solange wir das tun. Ich finde es auch immer lustig, wie dann immer auf der anderen Seite des Tunnels die Landschaft sich komplett ändert. Achso, das war der letzte Höllenritt, gell? Die Türkei nach all den Jahren. Istanbul. Das heißt, das wird die letzte Folge. Genießt sie. Was für ein wundervolles Gefühl ist es, wieder auf dieser Straße entlang zu reisen. Also wenn er jetzt so weiterfährt, der kleine Trabi, dann wird das angenehm. Aber nur dann. Ich meine, wir haben hier schnellste Route genommen. Was sollte das gehen? Und wir haben eine Tanke. Und wir haben zwei Benzinkanister. Scheiße, ich habe den eigentlich aufgefüllt. Dann haben wir halt einen Benzinkanister. Ich korrigiere. Jetzt könnte ich eigentlich das originale Trabant-Handbuch durchlesen. Aber denn ich muss auf die Straße gucken. Guckt auch im Real Life auf die Straße, bitte. Tut es. Jedenfalls beim Autofahren. Auch so, wenn ihr die Straße überquert.
Haltet immer die Augen offen. Weißt du, um zu feiern, dass wir es hierher geschafft haben, sollten wir das Auto in Rot der türkischen Flagge lackieren. Okay. Du kannst Sprühfarbe bei den anständigen Leica Autohaus bekommen. Bei jedem anständigen. Okay. Machen wir. Weißt du, um zu ver... Hast du das nicht gerade schon gesagt? Also manchmal bist du auch verwirrt, gell? Also, kann das sein? Also manchmal... Ach, hast du so eine Kurzdemenz, dass du so manchmal so einfach Dinge vergisst, die du vor einer Millisekunde gesagt hast, beziehungsweise gerade noch im Kopf hat. Also, war ja noch nicht mal eine Pause dazwischen. Naja, ist halt unser Onkel Lütfi. Da ist ein Paket. Aber ich komme nicht auf die andere Seite. Also so oder so nicht, weil hier ist eine Leitplanke und da. Ja, ich glaube, der Charakter kann, glaube ich, immer noch nicht springen. Also. Jedenfalls nicht so hoch. Also noch läuft's ruhig. Das sind doch nicht nur 1600 Kilometer. Von Berlin bis nach Istanbul. Meinst du? Nee, das ist doch länger. 70 Kilometer nur noch? Lol. Ich glaube, Rot... ich glaube, dass... was? Ich glaube, Rot ist meine Lieblingsfarbe. Aber du kannst Farben mischen, um fast jede Schattierung, wie du möchtest, zu machen. Das ist gut. Ah, hier ist eine Tankstelle. Okay, ich gehe tanken. Scheiß drauf, unser Tank ist gleich leer. Fangen wir mit einer Grundfarbe an. Du nimmst andere Dose. Und... Oh nö. Ja, natürlich ein Farbenmisch. Interessante Farben erhalten, das ist schön. Solange ich keine neue entdecke, ist es mehr eigentlich... Okay. Bremsweg. Hat das Ding auch noch nicht. So ganz. Meine gut, man kann auch gleich die Handbremse ziehen, ich meine. Was soll man dann? Was steht da drauf? Ja, da läuft das doch bisher ganz gut. Ich frag mich, ob wir ein Achievement kriegen, wenn wir das Ding rot färben, weil der jetzt gesagt hat. Wenn wir überhaupt noch Geld dafür haben. Mir fällt gerade auf, wir hatten gar kein Öl. Egal, wer braucht schon Öl beim Zweitakter? Guten Tag, 14 Mark. Boah, ich habe nur noch 10 Mark. Ernsthaft? Obwohl, in Real Life hättest du jetzt für 15 Liter, hättest du jetzt 30 Mark bezahlt. Okay. Ich beschwöre mich nicht mehr. Also. Ich wechsle aber jetzt den Reifen. Jedenfalls hinten. Und vielleicht vorne. Kann ich bitte das Ding ankurbeln? Danke. Okay, aber Mann, ich wechsle beide Reifen. Weil, es ist eine Hölle. Jalopy ist schon ein beruhigendes Spiel. Aber es macht mir Angst. Alles ist zu ruhig. Aber wir haben ja noch Reifenpflicht. So, ja, gut, das ist gut. Dann kann man ja jetzt gehen. Sind wir ja bestens vorbereitet. Dann auf die letzten Kilometer nach Istanbul.
Istanbul. Man wohl dahin kommt. Achso, wieder zurück wahrscheinlich. Ach ja. Die rote Flagge mit der weißen Sonne. Und da ist sie. Hier. Große Brücke. Können wir oben ein bisschen das Fenster mal runterkurbeln. So, das ist schön, schöner warmer Luft. ETF. Okay. Wenn du keinen Unterschied in der Farbe bemerkst, wenn du das Auto besprühst, verwendest du wahrscheinlich einen Perleffekt. So, was gibt's in dem Spiel? Junge, okay. Die fügen dem Farbton des Autos einen subtilen Perleffekt hinzu, den man nur in bestimmten Lichtverhältnissen sieht. Okay, entweder das oder es ist leer. Okay. Dass das Ding sogar Perleffekt haben kann. Das ist mir tatsächlich neu. Auch schön, dass man die Häuser irgendwie gef also die Sonne gefühlt vor den Häusern sieht. Ach ja, obwohl es ist gar nicht so schlecht, wenn es jetzt Nacht wird. Ich meine, da kann man die schöne Brücke sehen. Ja. Meine Ferien sind ja morgen schon wieder vorbei. Ja? Was ich echt sad finde. Aber okay. Ist halt immer so, kann ich mir hier ändern. Ja. Aber es werden jetzt eventuell wieder mehr Videos kommen und außerdem Minecraft Space. Bin ich immer noch am Überlegen, aber in 6 Wochen sollte es spätestens dann kommen. Versprochen. Diesmal. Weil dann sind bei mir wieder Ferien, beziehungsweise ich habe wieder Zeit, um ein paar Dinge zu tun und zu lassen. Ah, jetzt haben wir schon von der Brücke. Und das ist, ja, dann wird es auch stattfinden. Hatten wir uns so eingeplant. Sei denn, es kommt wieder was dazwischen, aber. Ich will nämlich auch nicht mehr lange warten. Sonst vergeht die Lust daran. Okay, müssen wir abfahren. Ach ja, Istanbul, die Stadt über zwei Kontinente. Ja, doch, irgendwie so. Auch schön, dass immer noch Berliner Radio kommt, obwohl wir schon in einem ganz anderen Kontinent sind. Okay, wo geht's hier lang? Hier ist ein Motel. Ich würde sagen, wir gehen erstmal schlafen. Und dann in der Früh. Oh Gott, wenn ich überhaupt schlafen kann. Ich habe einfach zu wenig Geld. Ja, moin. Das ist mir noch nie passiert. Dass ich zu wenig Geld habe, um. Ja, gib mir Geld. Jetzt kann ich die Nacht ja nicht bezahlen. Das wäre erst peinlich. Ein hey, bitte lass mal noch rufen. Also. Ich befürchte, da muss ich ein paar Teile verkaufen.
Das ist jetzt natürlich interessant. Das ist jetzt echt gar nicht so geil. Alter, das ist der geilst platzierte Autoshop, den ich in meinem Leben gesehen habe. Was, Park am Motel? Ich kann die Nacht nicht bezahlen, Onkel. Ich sollte keinen Sprit verplempern. Du musst am Motel parken. Ja, du bist in dem Motel drin. So, der hat Verkaufswert 10. Aber schon mal 20. So. Zwei, eins, zehn. Ja, ist natürlich blöd, wenn ich alles verkaufe und denke, das Spiel ist zu Ende und dann geht es noch weiter. Wagenheber. Braucht das Geld? Ich brauche es einfach. Ich kann sonst das Spiel nicht abspeichern. Es tut mir leid, Freunde, aber es geht nicht anders. Ich weiß nicht, ob das vom Spiel so gedacht war, dass man so einen Wagenheber verkauft. Aber immerhin habe ich jetzt genügend Geld, um schlafen zu gehen. So, jetzt dürfen wir halt keinen Sprit mehr verbrauchen. Jetzt haben wir Spritkrise. Weil ich kein Geld habe. Für Sprit. Also nicht, inwiefern es sicher ist, die Fenster offen zu lassen. Aber ich habe sowieso nichts mehr dran. Ja, Gewehr. Ja, schön. Ja, nee. Wenn ich Geld kriege, dann hoffe ich auch. Sei denn, das ist wie jetzt Kanada, dann ist es kacke. Bitte gehen wir mal das auf den Mal. Können ja jetzt den. Ach, Würfel, der ist zu. Okay. Ich habe Angst, ich mache die Tür zu. Ah, ich bin wieder. Die Folge geht 43 Minuten. Ich will das gar nicht cutten. Ich habe gar keine Lust dazu. Also, jetzt könnt ihr mal sehen, wie lange ich brauche, um diese Folge zu cutten. Das ist heute der 2. Januar. Mal gucken, wann die wirklich fertig ist. Wann die hochgeladen ist. Wann ihr sie seht. So, und jetzt gebt mir Geld. Ich brauche es. Verschwinde. Los. Gibt. Okay, ich hätte den Glitch noch weiter ausführen sollen. In Bulgarien. Okay. Ich kann auch einfach die verkaufen. Also. Na, wo ist denn nur zwei? Habe ich immer einen 10 Cent. Und der Onkel ist nicht da. Und da ist. Lol. Da ist der. Da ist die Brieftasche. Mit dem lustigen Stoff.
Ich glaube, der Onkel mag den Stoff. Lesen wir mal den Brief durch. Vielleicht ist es ja der Brief von gestern. Sehr geliebt, Lütfi. Ich schreibe dir, um dich über unseres. Haben wir das denn schon mal gelesen? Um dich über das Ableben von Hassan zu informieren. Ich hege die Hoffnung, dass jetzt, wo die schreckliche Mauer gefallen ist, meine Briefe dich endlich vielleicht erreichen. Falls sie es tun, möchte ich dir Hassans Asche schicken. Du weißt, er wollte nie wirklich. Ich habe keine Ahnung, was es heißt. Kiss. Okay. Hierher? Ach, hierher. Nie wirklich hierher reisen. Und es war sein Sterbenswunsch, zu Hause in der Türkei zur Ruhe gelegt zu werden. Und bitte, du wirst. Oh, ich kann das nicht lesen. Warum kann man noch nicht ansehen? Wie den grausamen Schmerz einer Mutter. Nie, ach so, nie den grausamen Schmerz einer Mutter über den Verlust ihres Kindes spüren. Eine Lebenszeit mag an uns vorbeigezogen sein, aber sobald du diese Aufgabe bewältigt hast, bitte ich dich, mein Kind dazu zu bewegen, in den Westen zu reisen, um seine schmerzgefüllte Mutter zu sehen. Grüßen. Ich glaube, ich bin damit gemeint. Und auf den Wunsch des Opas, des Onkels, kaufen wir jetzt noch Spraydosen. Was steht da nun? Im Westen. Also anscheinend haben wir das Ziel damit erfüllt. Wir sind in den Westen zurückgereist. In die Türkei. Warum ist der Boden so komisch? Okay. Frage mich jetzt bloß. Jetzt kommt wieder lustige Musik, oder? Schade. Ich frage mich jetzt bloß, wo der Onkel hin ist, beziehungsweise wie. Upgrades? Ersatztür? Kann eine Ersatztür kaufen? Das überrascht mich jetzt. Aber gab es nicht noch andere? Also gab es nicht irgendwie einen komischen Gepäckträger oder? Ich kann nicht lesen. Es gibt aber nichts anderes als grün und blau. Und gelb vielleicht. Naja. Junge, wenn er die ganze Zeit so dasteht. Ah, leidbar. Dann tut er mir echt leid, der Junge. Okay. Würde sagen, das wäre es damit für diese Folge gewesen. Und für dieses Projekt. Jalopy. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht werde ich in Zukunft mal nochmal sowas machen. Oder nochmal dieses Projekt aufnehmen in ein paar Jahren. Wenn es dann vielleicht noch ein paar mehr Updates hat. Obwohl ich glaube, das Spiel kriegt keine Updates mehr. Ja, deswegen damit wäre es das für die Folge gewesen. Und für das Spiel Jalopen. Ein sehr schönes Spiel, muss ich sagen. Eine traurige Geschichte, aber irgendwie auch eine schöne. Ja. Also schön im Sinne von nicht, dass der gestorben ist, sondern dass wir jetzt zurück sind in unserer Heimat. Ja. Das war's für diese Folge und für dieses Projekt gewesen. Haut rein, Leute. Bis zur nächsten Folge. Und ciao.